Robert Grant Emerson? Ach, Jennifer Porter nimmt jetzt auch den Auftrag an? Was, sie ist schon auf dem Weg zu den Dalmains? Was seid ihr denn? Seid ihr so Spucktiere? Ich tue euch nichts. Wissen Sie was, Mrs. Lane? Ich fahre auch dorthin. Die möchte ich mir mal genauer anschauen. Nein, nein, ich glaube, es ist keine schlechte Idee, erst einmal inkognito zu bleiben. Das ist ja sensationell, der Ausblick, den Sie hier haben. Würdest du mich kurz vertreten? Klar. Ziemlich erschreckt. Keine Angst, ich bin nur ein Kunde. Ein Schinken-Sandwich und ein Apfelkrautensaft. Sie sind es gewohnt, Befehle zu erteilen, stimmt's? Hm? Und Sie bekommen auch immer, was Sie wollen, oder? Ja. Aber Danke gehört nicht unbedingt zu Ihrem Wortschatz. Doch. Vielen Dank für die Charakteranalyse. Bitte. Es ist bestimmt nicht einfach, in so chaotischen Familienverhältnissen aufzuwachsen. Kirsty, das ist Jennifer Porter, die uns Grant Emerson geschickt hat. Guten Tag. Guten Tag, Miss Porter. Wenn Sie irgendetwas brauchen, wenden Sie sich an Kirsty. Wie lange sind diese Maschinen schon nicht mehr in Betrieb? Seit ungefähr 10 Jahren. Aber die sind ja noch sehr gut in Schuss. Ich warte sie, damit sie nicht völlig einstauben und kaputt gehen. Diese Porter steckt ihre Nase in alles rein. Wieso erschrecken Sie immer, wenn Sie mich sehen? Bin ich so furchtbar? Geht so. Vielleicht sollte ich mich vorstellen. Ich heiße Robert. Sie gehen wandern? Wenn Sie wollen, begleite ich Sie, damit Sie sich nicht verlaufen. Nettes Angebot, aber ist gar nicht nötig. New Yorkerinnen haben einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Du entwirfst Stoffe. Ist ja auch nichts so Besonderes. Doch, es ist was Besonderes. Wir bringen ein neues Produkt auf den Markt. Die Wolle von Alpakas. Und die wird auch hier im Werk zu Stoffen weiterverarbeitet, wie früher. Und wie soll die Wolle dann weiterverarbeitet werden? Mit den alten Webmaschinen. Sie sind verrückt. Und? Wie läuft's? Leider reißen uns dauernd die Faser. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Hallo, ich bin hier unten. Oh nein. Was machst du denn hier? Pause. Ich hab gerade das Schaf hier kennengelernt. Wir haben uns meine Kekse geteilt. So Sachen eben. Du brauchst Hilfe. Für mich stellt diese Wand jetzt nicht gerade eine Schwierigkeit dar, aber ich denke, das Schaf würde sich sehr über deine Hilfe freuen. Aha. Hast du mehr was zu sagen? Das mit uns beiden, das stimmt für mich so nicht mehr. Es hat sich gerade alles verändert. Es wäre nicht richtig, dich zu heiraten.
Also ich bin beeindruckt, wirklich. Sehr schön. Sehr gute Qualität. Die werden sich gut verkaufen. Dann haben wir jetzt was zu feiern. Ihr habt alle so viel gegeben, um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Danke. Darf ich bitten? Aber einmal in der Woche gehen wir wandern. Nur Regen. Versprochen. Mhm.